Wir haben heute ja eine ganz bedeutende pilzkundliche Sammlung von Pilzliteratur aus zwei Jahrhunderten zusammen hier von einem Sammler über Jahrzehnte zusammengestellt erwerben können und in unsere botanische pilzkundliche Bibliothek eingliedern können. Die Kulturstiftung der Länder hat den Ankauf gefördert, weil es sich um ein gesamtstaatlich bedeutsames Konvolut handelt, eine Gruppe von Büchern, die für die Erforschung von Pilzen und Schwämmen einerseits bedeutsam ist, die aber andererseits auch zeigen können, wie sich das Wissen über Pilze im Laufe der Kulturgeschichte seit dem 19. und im 20. Jahrhundert weiterentwickelt hat. Und wir glauben, dass wir damit eben auch einen Beitrag zur Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Botanisches Museum und Botanischer Garten liefern können. Ich war als junger Mann mit meinem Großvater Pilze suchen und habe später die Pilze als eine Leidenschaft entdeckt zum Sammeln, zum Essen, als Ausgleich für meine Arbeit. Und ich war immer ein fanatischer Bücherfreund und war mit meinem journalistischen Rechercheinteresse immer auf der richtigen Spur zu sagen, ich will neue Quellen finden und möchte eine wirklich schöne große Bibliothek haben. Das ist eigentlich ja die größte Erwerbung in vielen, vielen Jahren, weil zusammengestellt sehr seltene Werke, die uns bisher gefehlt haben, hier auch der Öffentlichkeit zugänglich wird und dann natürlich auch kulturgeschichtlich verfügbar wird.